Leben ist die Freude dran und der Spaß und die Neugier und Stimmt, weil wenn ich von etwas nicht den Namen kenne, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen, dann Ah, weiß ich ich nicht. weiß jetzt, was ich machen kann, ohne dass ich mich jetzt überwältigt fühle von dem. Wann gibt eine Kuh Milch? Nur dann, wenn sie vorher schwanger war. Und wir fragen jedes Kind, was ist denn deine größte Stärke? Wie heißt du? Ganz stark gespürt. Hier finde ich die Antworten auf meine Fragen, die ich. Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Mollerle zum Gespräch. Heute gibt es ein Novum auf dem Mut Talk, weil ich nämlich zum ersten Mal mit einer ganzen Gruppe von Menschen spreche. Eine Gruppe von freundlichen Frauengesichtern. Und zwar ist es das Team von Da nach Da. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich schon gespannt bin, wie das geht, in einer größeren Gruppe diesen Podcast zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und ganz herzlich willkommen. Und möchte euch einfach bitten, dass ihr euch einmal ganz, ganz kurz auch vorstellt, nur euren Namen sagt und vielleicht einen Satz dazu, was ihr bei Danach da, von dem wir ja noch gar nicht wissen, was es ist, was ihr dort macht. Und dann nachher gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Wer macht den Anfang? Ach, fangen wir doch mit der Anna an. Da kann ich nämlich erzählen, auch woher wir uns kennen. Die Anna habe ich kennengelernt bei einem quasi Vorbereitungsmeeting zur ELCOI-Konferenz, wo es also eine Klimakonferenz von Jugendlichen für Jugendliche, und da sind wir beide als Workshop-Leiterinnen irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gefunden, es gibt viel Verbindendes, Spannendes, und habe mir gedacht, es wäre nett, euch mal zum Podcast einzuladen. Anna, was kannst du denn ganz kurz über dich erzählen? Danke, Ira. Auch danke, dass wir bei dem Videopodcast dabei sein dürfen. Und zwar mein Satz zu dem, was ich mache, der danach da ist, ich mache viel im Managing und kreativen Bereich, da mein Hintergrund Produktdesign ist. So bin ich auch zu danach da gekommen. Und mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Wir machen es spannend heute, gell? Danach da, da kann man sich vielleicht noch nicht viel vorstellen. Produktdesign, da denkt man jetzt vielleicht an irgendwelche Dinge zum Angreifen und so weiter. Wer möchte denn anschließen und ein weiteres Stückchen vom Puzzle verraten? Mein Name ist Hanna und ich bin jetzt circa seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr bei Danach da, und ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich meine Position oder das, was ich tue, beschreiben würde, aber vor allem die Durchführung von Workshops. Das heißt, ich verbringe Zeit in Schulen mit SchülerInnen verschiedener Altersklassen und versuche sie mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt zu bringen. Noch zu meinem Hintergrund. Ich habe soziale Arbeit studiert und studiere jetzt im Master klinische soziale Arbeit und habe auch eine Ausbildung als Erzieherin, und diese verschiedenen Aspekte, also der gesellschaftliche Aspekt sowie auch der positive Aspekt, sind sehr unterstützend für die Arbeit bei Danach da. Johanna hat uns ja jetzt schon deutliche Brocken mehr verraten. Das heißt, es geht um Workshops, es geht um Nachhaltigkeit und es geht zumindest zum Teil auch um Schulen. Wer kann denn da anschließen gleich? Ich kann da gern weitermachen. Ich bin Julia und ich kann schon mal den ganzen Namen des Vereins verraten, nämlich Danach da Bildung für Nachhaltigkeit. Und da steckt dann eigentlich auch schon alles drin, was die Hanna angesprochen hat. Wir dürfen Nachhaltigkeitsworkshops geben an Schulen, die wir selbstständig entwickelt haben. Mit Hilfe eines ganz, ganz wunderschönen Boards, das nämlich die Anna, um das wieder aufzugreifen, entwickelt hat. Genau, noch kurz zu mir. Ich bin auch primär so dabei, Workshops zu geben und unterstütze jetzt aber auch vermehrt im Management. Genau, mein Hintergrund ist das Umwelt- und Bioressourcenmanagement. So aus der Richtung komme ich. Okay. Jetzt schauen wir noch beim Rest vom Team, was ihr dazu beitragt und ob da noch spannende Puzzlesteinchen kommen. Ich kann gerne weitermachen. Ich bin die Christine. Und ich bin seit Anfang 2019 bei Danach da dabei.
Kam ursprünglich aus der Wirtschaft und wollte in meiner zweiten Karrierehälfte, sagen wir so, was Sinnvolles machen und auch gerne was Schönes an Kindern mitgeben. Also wirklich auch die Menschen, mit denen ich arbeite, nicht nur eben Erwachsene, sondern wirklich auch Kinder. Und was ich auch gerne mache bei der Nacht da, ist überlegen, wie wir den Kindern die richtigen Informationen und Puzzlestücke geben, damit sie aus ihrem Leben das Schönste und Sinnvollste machen. Das gefällt mir ja besonders gut, nicht? So dieser Blick in eine positive Zukunft und die Überlegung, wie wir die erreichen könnten, wie die gestaltet werden kann und auch von wem und ein bisschen die Antwort darauf, vermutlich von der nächsten Generation am stärksten. Okay, wer ist die Nächste im Bilde und im Bunde? Ich mache gerne weiter. Ich bin die Elisabeth und bin so von Anfang an eigentlich bei Da nach Da dabei. Ich studiere derzeit im Master Demokratiepädagogische Schulentwicklung und soziale Kompetenzen. Und mein Fokus liegt so auf den Themen Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und bin da derzeit vor allem in der Konzipierung von Workshops beteiligt. Das sind ja Studienrichtungen, von denen ich nicht einmal noch gehört habe in meinem Leben, klingt aber urspannend. Vielleicht können wir da ja nachher dann noch ein bisschen genauer sprechen. Ich glaube, jetzt haben wir noch die Andrea. Ja, ich hab danach da mit der Anna gemeinsam ursprünglich gegründet. Und vor der Gründung von dem Verein im Jänner 2019 haben sowohl die Anna als auch ich unabhängig voneinander diese Idee gehabt, das Thema Nachhaltigkeit zum Thema Essen an Schulen zu bringen. Und bei mir ist das Thema deswegen relevant geworden, weil ich zwei Kinder habe und zur gesunden Jause meines Sohnes einmal was Besonderes machen wollte und an die Schule gegangen bin und mir gedacht habe, wie kann ich den Kindern vermitteln, was tatsächlich bei uns wächst, was ist wirklich regional, was ist wirklich saisonal. Und ich bin in den Supermarkt gegangen und habe von allem, was es dort gab, ein Stück gekauft und bin damit an die Schule gegangen und habe dann die Kinder sozusagen greifen, kosten lassen und gleichzeitig durfte jeder sagen, ich suche mir ein Obst oder ein Gemüse aus und darf sagen, was ist das, woher kommt das, was könnte ich daraus machen und wann wächst es. Dann kam auch noch die Frage dazu, welchen Teil der Pflanze esse ich gerade. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe aber dann gemerkt, wenn es abstrakter wird, das, was man erklären will mit Kindern, es ist einfach, etwas zu erklären mit Kindern und für jeden, nicht nur mit Kindern, auch mit Erwachsenen, wenn ich es veranschaulichen kann. Ich brauche etwas, das ich angreifen kann. Und damit kann ich auch die Aufmerksamkeit halten. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich weiter bewege in Richtung Erklärung von größeren Zusammenhängen, Kreislaufwirtschaft, warum ist der Boden wichtig, was heißt Bio, habe ich gemerkt, da fehlt mir jetzt die Haptik. Und ich habe gemerkt, ich brauche was zum Angreifen. Und irgendwie habe ich diesen Wunsch an den Äther geschickt und da kam die Anna mit dem Danach-Da-Board. Ja. Und wir saßen dann da und haben dann irgendwie gesehen, dass genau das, was in meinem Teil meines Angebots gefehlt hat, die Anna entwickelt hatte und umgekehrt hatte ich bereits eine Finanzierung auf die Beine gestellt und hatte eben die ganze Kochseite, weil ich ein Lokal hatte auch. Ja. Und so haben wir unsere zwei Babys quasi verheiratet und dann daraus den Verein gegründet. Ja, und jetzt kümmere ich mich eigentlich hauptsächlich um die Weiterentwicklung. Bin gerade an einem EU-Projekt dran und ich sehe da, ich fände es einfach so toll, wenn es uns gelingt, ganz viele Kinder miteinander zu vernetzen, die sich dann selbst miteinander gegenseitig austauschen über das, was sie lernen und auch selber überlegen, was sie noch alles erfahren wollen und selbst beginnen, Geschichten zu entwickeln auf dem Danach-Da-Board. Mhm.
Das klingt ja so, als hätten sich zwischen Andrea und Anna einmal die Kreise auf die bestmögliche Art und Weise geschlossen. Und jetzt schließen wir ihn doch da auch ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Puzzlesteinchen ja schon zusammengetragen. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, ob bei den Zuhörern, Zuhörerinnen ein schlüssiges Bild entstanden ist oder nicht. Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch erklären müssen, ist das Board, das Danach-Da-Board. Ja, weil irgendwie, es steht so im Raum, irgendwie Essen. Also ich habe jetzt Gemüse im Kopf, ich habe Kinder im Kopf, ich habe gehört Workshops, irgendwas zum Angreifen, denke ich mir, ich weiß nicht, Kochkurs oder Schulbuffet, und dann gibt es aber irgendein Board. Worum geht es denn genauer dabei? Im Hintergrund passieren wundersame Dinge. Julia baut nämlich das berühmte, berüchtigte Board auf. Und Anna, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was wir da sehen, was da passiert? Sehr gerne, genau. Also die Julia baut gerade einen unserer 6 Workshops auf. Das ist nämlich der Workshop, der heißt Wo kommt die Mango her? Und ihr seht jetzt, dass die Julia mehrere Holzobjekte auf dem Board fixiert, und das wird tatsächlich so gemacht, indem sie es einfach raufsteckt, denn unser Danach-Da-Board ist eigentlich wie eine Steckwand mit mehreren Schlüssellochähnlichen Löchern, auf die man eben Straßen, Zahnräder, was auch immer zum Workshop gehört, aufstecken kann und so eine Art lebendige Kugelbahn entwickelt, die gleichzeitig auch eine Geschichte erzählt. Das heißt, das Ziel ist, während man über das wichtige Thema Nachhaltigkeit lernt, können die Kinder das wirklich auch selbst begreifen und selbst sich durch die Geschichte spielen. Kugelbahn. Das heißt, da rollen dann Kugeln auf diesem Board entlang? Genau. Oder zum Beispiel Autos. Ja, okay. Je nachdem, was wir zeigen, können Sie dann, wie die Julia das vielleicht jetzt auch, ja, sie wird das auch zeigen. Wie seid ihr denn auf die Mango gekommen? Die Mango war tatsächlich der erste Workshop, der auf dem Danach-Da-Board entwickelt war. Weil als die Andrea und ich uns getroffen haben, sind wir beide mit Workshops schon sozusagen in unseren Koffern, haben wir uns getroffen. Und ich habe damals als meine Bachelorarbeit die Mango gewählt, weil das eine Frucht ist, die in der Zeit auch begonnen hat, mehr an Beliebtheit zu gewinnen. Und dann auch die Frage war, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und dann dadurch, dass es ja nicht etwas ist, was man als Baum im eigenen Garten kennt oder in der Gegend, hab ich das damals gewählt, damit mal ein Hintergrund, der komplex ist und sehr an Distanz hat, verspielerisch dargestellt wird. Das klingt sehr spannend. Anna, wie schaut es denn jetzt aus mit diesem Board? Ist das fertig in der Form oder ist das jetzt nur ein kleiner Teil zur Anschauung? Tatsächlich ist das jetzt nur zur Anschauung. Die Julia hat zuvor kurz gezeigt, wie man mit dem Auto fährt. Und ich kann, wenn ihr wollt, euch mittels eines kurzen Videos, wie wir das im damaligen Gespräch gemacht haben, auch zeigen, wie es in Aktion läuft. Das heißt, zu Beginn sieht man, dass das Danach-Da-Board aus 3 gesteckten Teilen besteht. So können wir das dann auch sehr flexibel in die Schulen bringen. Hier ist der vollständige aufgebaute Mango-Workshop mit wirklich unterschiedlichen Informationspunkten, die ich dann auch gerne erkläre. Mhm. Und zwar, bei der Mango geht es jetzt zu Beginn darum, die Kinder haben immer die Aufgabe, dann eine bestimmte Aktion vorne an Bord zu machen. Das heißt, hier sät das Kind einen Samen, und durch das Sehen hat ein biologischer Prozess gestartet. Und das nächste Kind, ein Kind kommt nach vorne und darf an den Zahnrädern drehen. Gleichzeitig haben alle anderen Kinder in der Klasse eine Aufgabe, nämlich sie müssen mitsehen, wie viele Jahre es braucht, bis von einem kleinen Setzling ein Baum mit tragenden Früchten entstanden ist. Und man weiß, es ist dann soweit, wenn das Auto zum fertigen Baum fährt. Dann kommen wir zur nächsten Aufgabe.
Nämlich geht es bei uns nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit. Und hier besprechen wir anhand eines Briefes eines Bauern aus Peru, der erzählt, wie viel er arbeitet und dass auch manchmal seine Kinder mitarbeiten müssen. Das wird dann sehr interaktiv mit den Kindern besprochen und auch die Kinder können immer ihre Meinungen dazu sagen. Danach kommt es zu einer kleinen Rechenaufgabe, das heißt, die Kinder ernten den Baum und multiplizieren ihn dann mit einer bestimmten Zahl, um herauszufinden, wie viele Mangos gibt es denn tatsächlich auf einem Mangobaum. Und von dort kommt es dann weiter zum Flughafen, wo die Mangos in das Flugzeug beladen werden und nach Europa geflogen werden. Hier nehmen wir dann auch noch einmal kurz die Möglichkeit zu sagen, okay, ein Flug, durch einen Flug entstehen auch Abgase. Und was bedeuten diese Abgase in Kilogramm CO2? Und was bedeutet ein Kilogramm CO2 in einem Baum umgerechnet? Damit man auch ein Bild bekommt von welcher Größe oder von welcher Zeit sprechen wir, bis ein Kilogramm CO2 wieder von der Natur ausgeglichen worden ist. Und dann geht es schon zum Ende hin, nämlich zum Supermarkt, zu einem österreichischen, wo auch hier die Situation eines Supermarktangestellten besprochen wird, mit den Kindern diskutiert wird und reflektiert wird. Ja, wunderbar. Das war jetzt wirklich sehr, sehr anschaulich. Vielen Dank. Jetzt würde ich es sehr spannend finden, mit euch auch ein bisschen darüber zu sprechen, welches pädagogische Konzept steckt denn hinter eurer Idee. Was habt ihr euch dazu überlegt? Warum habt ihr diese Form gewählt? Ich würde noch gern was anschließen, aber es passt auch vielleicht gut zum pädagogischen Konzept, zu deiner zweiten Frage. Eine der wesentlichen Aspekte neben dem Board ist diese vielen kleinen Aufgabenstellungen, die Anna gerade schon erwähnt hat. Und am Ende der Mango-Story ist uns wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich darf niemals eine Mango essen, eine Mango ist böse, aber wir machen schon eben mit dieser CO2-Rechnung einen Vergleich, wir nehmen auch Äpfel mit und sagen dann, wie viele Äpfel hätte ich quasi essen können im Wert von einer Mango, wenn CO2 die Währung dahinter ist. Im Sinne von CO2 als mögliche Art von Ressourceneinsatz. Ja? Wie viel Kapazität von Mutter Erde nehme ich, um Essen zu mir zu nehmen? Und es geht eben nicht darum, und das ist, glaube ich, auch so eben ganz wichtig für das pädagogische Konzept, nicht zu urteilen, zu sagen, das ist jetzt falsch oder richtig, aber ein Verständnis für den gesamten Vorgang dahinter, für die Komplexität, was steht hinter meinem Essen, um dann selbst auch eine Entscheidung treffen zu können, dass ich vielleicht sage, die Mango ist etwas ganz Besonderes und das esse ich, weiß nicht, einmal in der Woche oder zweimal im Monat. Und ich passe auf jeden Fall auf, dass die Mango reif ist, wenn ich sie kaufe und dass sie mir nicht verdirbt und ich sie rechtzeitig esse. Ja. Und es geht einfach darum, dass man sich wirklich sehr bewusst auseinandersetzt mit der Geschichte hinter unserem Essen und wie es entstanden ist. Okay. Das heißt, da auch zu sensibilisieren für verschiedene Themen, die drinnen stecken, nicht? Weil es geht ja da insgesamt dann auch um Ressourcenschonung, um Nachhaltigkeit in einem weiteren Sinn, um Klimaschutz. Aber kommen wir vielleicht noch einmal auf den genaueren Punkt des pädagogischen Ansatzes dabei. Vielleicht auch, welche Herausforderungen habt ihr grundsätzlich gesehen, die vielleicht zur Bildung für Nachhaltigkeit schwierig oder herausfordernd zu machen und wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr ein bisschen eine Antwort drauf bieten? Vielleicht versuche ich da mal eine Antwort dazu zu geben. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich hatte vor 5 Jahren die Möglichkeit, als Sprachassistentin nach Frankreich zu gehen und habe da Erfahrung gesammelt, 3 Gymnasien in Bordeaux, und bin da zum ersten Mal eigentlich als Lehrende in Berührung mit Schule gekommen und habe Schule als einen Ort, der sehr geprägt von Hierarchie, Autorität, Wettbewerb, soziale Ungerechtigkeit ist wahrgenommen. Und das war eine Erfahrung, die mich wirklich
sehr stark berührt hat. Also das, da wurde dann, ist in mir ein ganzer, es hat mich sehr zum Denken bewegt und ich habe mir begonnen, die Frage zu stellen, welche Lernkultur brauchen wir im 21. Jahrhundert für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Wie lernen wir? Und habe mich dann mit unterschiedlichsten innovativen und alternativen Pädagogiken auseinandergesetzt und hatte dann das Glück, auf ein Pionierprojekt in Paris zu stoßen. Das ist die Living School in Paris. Das ist eine bilinguale, sehr innovative Schule, Volksschule und Kindergarten. Seit diesem Jahr wird auch eine weiterführende Schule angeboten. Und da habe ich in der Beschreibung dieses Projekts, ohne noch dort gewesen zu sein, ganz stark gespürt, hier finde ich die Antworten auf meine Fragen, die ich mir in Frankreich gestellt habe. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mehrere Praktika zu machen und Weiterbildungen. Und das Konzept der Living School ist einerseits sehr, ich würde sagen, es ist ein Pionierprojekt für eine humanistische und sehr demokratiepädagogische Lernkultur. Und das bedeutet, einerseits ist hier der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, bildet sozusagen das Fundament des pädagogischen Konzepts und gleichzeitig sind aber auch die Themen der Nachhaltigkeit, Klimaschutz von Anfang an vertreten und Kinder im Kindergarten, also ab dem Alter von 3 Jahren, werden mit diesen Themen sensibilisiert und haben die Möglichkeit, wirklich einerseits zu erfahren, dass jeder von uns, egal ob Kind oder Erwachsener, so ein ganz großes Potenzial in sich trägt. Und das sind all unsere Qualitäten, die uns die Möglichkeit geben, einen Beitrag zu leisten in dieser Welt. Und das lernen die Kinder in der Living School ab dem Alter von 3 Jahren. Und so gibt es da dann jedes Jahr eigens initiierte soziale und ökologische Projekte. Und ich habe mir das genauer angeschaut und habe da jetzt die Möglichkeit bei Danach da, sehr viel von diesem innovativen, sehr humanistischen pädagogischen Konzept einzubringen. Mhm. Genau. Was ich da im Zusammenhang gleich auch spannend finde, ist mit euch ein bisschen zu besprechen. Also ich denke mir, die Herausforderung bei der Vermittlung von diesen Themen, auch von der ganzen Komplexität, die dahinter steckt, und im Vergleich zu dem, was wir vielleicht von Schule gewöhnt sind oder gewöhnt waren, liegt ja schon auch darin, wie kann man dieses Fächerdenken, das wir zumindest früher hatten, auflösen. Ja? Und ich glaube, es braucht auch mehr als fächerübergreifende Projekte oder so. Es ist einfach eine andere Art von Denken, wo man nicht mehr sagen kann, es geht um Naturgeschichte, es geht um, was weiß ich, das. Und ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Backgrounds, die ihr alle einfließen lassen könnt. Jetzt würde mich einmal interessieren, wie geht ihr das für euch denn an, wenn ihr Workshops entwickelt, eben die ganze Komplexität, die schon thematisch quasi vorhanden ist, reinzubringen und auch eure verschiedenen Sichtweisen, eure verschiedenen Zugänge und Backgrounds. Wie wickelt ihr das selber ab, so in der Zusammenarbeit? Ja, was ich sagen wollte, also die Entwicklung der Workshops, wir haben ja tatsächlich, glaube ich, mit 2 begonnen in 2019.
oder 3 und wir haben jetzt 6 und sind an der Entwicklung von weiteren gerade dabei. Es ist, wie auch die Elisabeth jetzt auch die Living School beschrieben hat, versuchen wir das ein bisschen danach da zu leben. Es läuft sehr unhierarchisch ab und es ist, ich liebe dieses Team, weil einfach so viel, so mit so viel Achtsamkeit umgegangen wird und jeder hat seine Stimme und jede Meinung ist wertvoll und es wird und wir schaffen es tatsächlich sehr gut da, glaube ich, aus allen Welten, weil du ja erwähnt hast, Ira, dass wir wirklich unterschiedliche Backgrounds haben, die wertvollen Workshops ausmachen. Es kommt wirklich von allen Ecken kommen Inputs und im Endeffekt versuchen wir wirklich auch nicht nur Fakten zu bringen, damit die Kinder sich was überlegen, sondern auch wirklich auf die Kinder so zuzugehen, wie es die Elisabeth jetzt beschrieben hat, dass wir schätzen die Kinder extrem, wir bringen ihnen sehr viel eben Wertschätzung entgegen, aber auch wir bringen sie gerne in ihre Kraft. Also wir haben so kleine Übungen immer am Anfang der Workshops. Eines, das ich sehr gerne mache, ist, wenn wir einen Sitzkreis machen und wir fragen jedes Kind, was ist deine größte Stärke? Wie heißt du und was ist deine größte Stärke? Und manche Kinder sind da ganz schüchtern und es fällt ihnen nichts ein. Und dann fragen wir natürlich die Freunde und diese Kinder, denen nicht einfällt, was sie gut können, strahlen so sehr, weil jemand andere gesagt hat, das kannst du gut oder das kannst du gut. Und das ist einfach so, ja, so entwickeln wir die Workshops mit verschiedenen Komponenten, wo wichtig ist, nicht nur der Inhalt, also den wir bei den Kindern bringen wollen, sondern auch die Art, wie wir den Kindern was beibringen wollen und auch mit unterschiedlichen Medien arbeiten. Aber vielleicht mag die Hanna jetzt ein bisschen ergänzen. Ja, danke. Ich glaube, zu ergänzen gibt es noch so diesen wichtigen Faktor, den du auch schon angesprochen hast, ist so das Interdisziplinäre. Also wir kommen tatsächlich alle aus sehr verschiedenen Bereichen und ich würde sagen, das zeichnet uns als Team sehr aus, weil jede Disziplin ja auch eine ganz eigene Brille trägt und ich das Gefühl habe, wir können diese Brillen sehr gut vereinen und das spürt man nicht nur innerhalb der Workshop-Entwicklung, wo ja nahezu alle Aspekte abgedeckt werden, dadurch, dass wir einfach auf verschiedene Dinge achten und Dinge verschieden betrachten und das sehr gut vernetzen und verweben können. Und ich finde auch so Schlagwörter wie Interdependenz, dass alles miteinander zusammenhängt, die wir ja auch mit danach da leben und auch Kindern und Jugendlichen vermitteln wollen, spiegelt sich da sehr gut wider. Also die Workshops hängen miteinander zusammen und auch die Themen, die darin abgedeckt werden, nämlich soziale Gerechtigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit, wie Anna vorhin schon gesagt hat. Und eben wie zum Beispiel bei der Mango-Story, dass deutlich wird, okay, was bedeutet es, faire Löhne zu bezahlen? Was bedeutet es aber auch, wie ich einkaufe? Also den Kindern auch zu vermitteln, hey, ihr seid handlungsfähig, ihr seid selbstwirksam, ihr könnt wirklich auch entscheiden und was tun. Und auch so dieses Gefühl zu vermitteln, jede Person von uns oder jedes Individuum hat eine eigene Stimme und kann die auch nutzen. Und Verhalten hat immer eine Ursache. Und wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, das zu erfahren durch verschiedene Arten des Erlebens, dass ihr Verhalten oder dass sie ihr Verhalten gezielt steuern können, dann sind wir da schon einen guten Schritt vorangekommen. Und ja. Ich finde das ja ganz, ganz wunderschön. Ihr sprecht mir mit vielem sehr aus der Seele und dem Herzen. Speziell auch, also das, was du, Hanna, jetzt gerade gesagt hast, mit dem Selbstwirksamwerden, das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch. Das ist auch was ich mit der Mutmacherei so gern stärken möchte. Einfach auch durch das immer wieder hinweisen, dass es so stärkend ist für die Persönlichkeit, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, wo auch Lösungen entstehen, wo wir handlungsfähig sind und sein können.
Und was mich auch sehr, sehr angesprochen hat, was du, Christine, erzählt hast, auch über das, die Kinder auf die eigenen Stärken zuführen eigentlich. Weil was mir so sehr aufgefallen ist, ich habe ja sehr, sehr lange Zeit auch als Coach gearbeitet und dass so viele Menschen ihre eigenen Stärken nicht kennen. Also es ist oft gar nicht so sehr die Schüchternheit, sondern wir neigen ja, glaube ich, alle dazu, das, was wir tun, wie wir die Welt erleben, als selbstverständlich zu nehmen und zu glauben, das ist für alle so, ja, so wie wir sind und so wie wir denken. Und dann oft gar nicht zu merken, wo können wir eigentlich etwas besser oder haben ein Talent, das andere nicht so wahrnehmen. Und ich habe oft festgestellt, wie unglaublich wichtig da die Rückmeldung von anderen ist. Die dann irgendwie so, ich weiß nicht, so Dinge wie, jemand kann gut zuhören, das ist so, ja, eh. Ja. Aber wenn man das dann einmal hört, dass das, ich weiß nicht, in einer Gruppe 10 Leute sagen oder so, entsteht vielleicht so der Eindruck, Moment einmal, da geht es schon auch um was anderes. Das fällt jedem auf, das scheint irgendwie so ein bisschen quasi aus der Norm herauszuragen oder so. Ich würde da gerne noch ansetzen, weil genau dieser Aspekt, kommt eben zum einen dadurch zum Tragen, wie wir den Workshop gestalten, aber etwas, das ich beobachtet habe, jetzt schon über mehrere Workshops, ist, dass gerade in der Situation, wir haben ja einen Workshop, wo wir gemeinsam kochen, und gerade in der Situation des gemeinsamen Kochens, da passieren oft also totale Wunder, ja. Ein Beispiel, ich war an einer NMS im 10. Bezirk, wo ich mehrere Klassen begleitet habe. Und in der Klasse durften sich dann die Kinder, so wie ich es immer mache, halt aussuchen, auf welcher Station will wer kochen. Also es gibt die Smoothie-Station, es gibt die Station, wo Aufstriche gemacht werden, es gibt die Station, wo ein Ofengemüse gemacht wird, es gibt die Station, wo süße Früchte gebacken werden. Und es gab ein Mädchen, das wollte unbedingt das Ofengemüse machen. Und da hatte sich aber schon ein Cluster von 5 Burschen zusammen gefunden, ja, die gesagt haben, wir machen das Ofengemüse. Und das kleine Mädchen stand da und hat gesagt, ich will aber auch Ofengemüse machen. Ja. Und es war aber so sichtbar, sie gehört dort nicht dazu. Das ist eine Gruppe innerhalb der Gruppe und die wollen sie auch nicht dabei haben. Ja. Und sie kommt zu mir und sagt, quasi, darf ich nicht Ofengemüse machen? Und ich habe gesagt, ja, klar kannst du Ofengemüse machen, geh zu der Gruppe zum Ofengemüse machen. Und dann sagt sie, ja, aber die lassen mich nicht. Und dann sage ich, hast du sie schon gefragt? Und dann geht sie hin und dann gab es dort so einen Redelsführer, ja, und dann gab es da einen Dialog, ja, und das war total spannend, weil der wollte nicht, aber dann hat er auch gemerkt, ja, dass das nicht in Ordnung ist, ja, dass dieses Ausschließen nicht in Ordnung ist. Und dann hat sie quasi auch gnädigerweise mitmachen lassen. Und im Laufe dieses gemeinsamen Kochens haben die zwei begonnen, also die zwei waren dann irgendwie die, die sich permanent den Ball zugeschupft haben. Da ist dann plötzlich der Dialog zwischen den Zweien gewesen, welches Gewürz ist jetzt doch besser für diese konkrete Konstellation, weil sie haben dann 3 Bleche gemacht und plötzlich war zwischen den beiden eine Beziehung da, die vorher nicht existiert hat. Und eine ganz ähnliche Situation hatte ich an der gleichen Schule in einer Klasse mit ganz starkem Migrationshintergrund, wo 3 Mädchen waren, die fast kein Deutsch gesprochen haben und die waren um die 14. Also so 14-, 15-Jährige sind ja nicht immer ganz leichte Klassen, ja, weil halt Pubertät, aber gleichzeitig sehr, sehr spannende Klassen. Und diese 3 Mädchen, wir kommen dort immer mit Rezepten auch hin und sagen, was sie machen können. Und diese 3 Mädchen hatten bei der Gemüsekiste aber auch noch Zutaten für etwas anderes gesehen, nämlich eine Melanzani. Und haben dann gesagt, dürfen wir diese Melanzani haben? Wir möchten gerne ein syrisches Gericht machen, das die Melanzani braucht. Mhm, ja. Und ich habe ihnen gesagt, ja klar, super. Also ich freue mich, wenn ihr kein Rezept braucht. Bitte macht's gerne, was ihr machen wollt. Und wieder, ja, sie waren plötzlich im Zentrum der Klasse. Die 3 waren immer irgendwie vorher, man hat es gesehen, die waren irgendwo ein bisschen außen, ja, saßen außen und plötzlich waren sie im Mittelpunkt und es wurde das Baba Ganoush verkostet. Mhm. Und alle Kinder eben genau zu dem Punkt, was kannst du besonders gut? Ja?
es ist besonders wertvoll. Ich komme aus einer anderen Kultur und ich habe hier ein Geschenk mitzubringen in Form von dem, was ich weiß und dem, was ich kann, wie ich ein Gericht zubereite. Mhm. Das finde ich ist ja ein wunderschönes Beispiel auch, weil es auf der einen Seite eben dieses andere quasi zeigt und es gleichzeitig in die Normalität hereinholt. Nicht? Man kocht halt gemeinsam und das macht jeder auf eine andere Art und Weise. Ja? Also ganz, ganz toll, was da auch an sozialem Lernen stattfindet in eurem Projekt und eben auch ja, sowas wie Teambuilding quasi. Also da passieren Dinge, die sonst vermutlich nicht passieren würden. Was bei mir jetzt im Kopf passiert ist, es haben sich wieder ganz viele Fragen aufgetan. Nämlich erstens einmal, welche Altersgruppen erreicht ihr, könnt ihr, wollt ihr mit diesem Projekt erreichen? Also für welche Altersgruppe ist zum Beispiel dieses Board geeignet? Ist das jetzt für die ganz Kleinen oder habt ihr da auch Erfahrung mit Älteren? Es ist eigentlich immer ziemlich spannend. Also wir bieten unsere Workshops eigentlich in jeder Schulklasse an, wirklich von der Volksschule bis zur Oberstufe und haben da auch jeweils schon Erfahrungen machen können. Und ja, das Board wird überall, um ehrlich zu sein, angenommen. Wir waren jetzt kurz vor dem Lockdown noch ganz wunderbare Schule, in der verschiedene Altersgruppen zusammengeschlossen werden, sodass wir, oder ich war in der Altersgruppe von 12- bis 15-Jährigen. Und am Anfang, wenn man so mit dem Board halt in die Klasse kommt, sind alle erstmal sehr gespannt und schauen schon. Und dann merkt man, dass in so eine leichte Schüchternheit einkehrt, weil wir binden es natürlich auch immer ein und zeigen halt auch die Systeme anhand des Boards. Und dann gibt es immer eine Pause, so nach einer Dreiviertelstunde, ja. Ich gehe kurz raus, hole ein bisschen Wasser, komme wieder auf einmal. Das ganze Board ist umringt von SchülerInnen. Alle stehen auf einmal davor und machen und tun und erleben und spielen damit. Und das ist irgendwie, das ist so dieser Zauber. Weil man wird einfach nie zu alt zum Spielen. Ich finde es auch immer wieder spannend, auch gerade wenn wir einen neuen Workshop entwickeln, wie machen wir es jetzt und welche Elemente holen wir uns ans Board, welche Mechanismen nutzen wir auch. Und ja, deswegen ist es irgendwie immer spannend zu sehen, dass es von der erste Klasse Volksschule, beziehungsweise sogar schon auch in der Vorschule, waren wir auch, bis zur Oberstufe sind alle, ja, haben alle Freude dran. Okay. Und wir haben auch schon mal mitgenommen zu einem Workshop eines Magistrats der Stadt Wien. Also immer 22 durften wir das Board einmal vorstellen im Rahmen von ihrer Jahrestagung. Und auch Erwachsene spielen gerne damit. Okay, das heißt, ihr seid nicht nur in Schulen, ihr habt quasi auch andere Zielgruppen. Sehr spannend. Erzählst doch da ein bisschen dazu, an wen sich das auch noch richten oder wenden könnte. Wen möchtet ihr da noch erreichen? Tatsächlich sind unsere Zielgruppen alle, die gern wirklich Nachhaltigkeit mal anders kennenlernen wollen. Das Thema wird oft in unserem Alltag entweder abgestempelt als sehr groß oder unübersichtlich dargestellt und wir probieren halt wirklich dieses Große ansprechend und lustig so runterzubrechen, dass man wirklich weiß, ah, ich weiß jetzt, was ich machen kann, ohne dass ich mich jetzt überwältigt fühle von dem Ganzen. Das heißt, während wir wirklich klare Konzepte für die Schule haben, weil das dort auch sehr gefragt ist, sehen wir, wie die Andrea auch gesagt hat, dass die Konzepte auch bei anderen Zielgruppen super ankommen. Mhm. Das heißt, an alle Zuhörerinnen auch, wenn ich euch so direkt kurz ansprechen darf, wenn ihr sagt, hey, wir sind eine Organisation, ihr seht, ihr würdet es gerne mehr zu dem Thema machen, wir kommen gerne. Super. Einer unserer Kunden war oder ist die Tierschutzombudsstelle, die uns zum Beispiel quasi, oder wir hatten ohnehin vor, die Geschichte der Milch zu erzählen und sind uns da quasi gegenseitig offene Türen eingelaufen, weil die Tierschutzombudsstelle gesagt hat, das fänden sie großartig und sie würden uns quasi die Entwicklungszeit für diese Geschichte auch gerne sponsern.
und ihrerseits dann natürlich auch diese Geschichte gerne verwenden für die Kommunikation zu ihren Zielgruppen. Weil während uns irgendwo beim Fleisch schon ganz klar ist, dass es natürlich ein ethisches Thema gibt, das ist offensichtlich, ist dann die Frage der ökologischen Auswirkungen des Fleisches, da muss ich schon viel mehr wissen über Kreislaufwirtschaft. Das spannt ja den ganzen Kontinent, das Thema Fleischkonsum und die Auswirkungen. Aber bei der Milch weiß man so vieles nicht. Es beginnt schon einmal bei der Frage, wann gibt eine Kuh Milch? Nur dann, wenn sie vorher schwanger war. Das wissen viele Erwachsene nicht. Ja? Dieser Zusammenhang, der so nah dran ist an dem, an der Urform des Lebens. Ja? Jetzt sind wir hier alle Frauen in dieser Gruppe. Ja? Was heißt es, sein Kind zu säugen? Ja? Wir sind Säugetiere letztlich. Ja? Und diese Frage durften wir gemeinsam mit der Tierschutzombudsstelle erarbeiten, was auch den Riesenvorteil hatte, dass wir auch ganz viel für den Content an Informationen, Expertise bekommen haben. Wir sind an einem Tisch gesessen in einer Expertenrunde mit 8 Experten, die alle sich das Material auch angeschaut haben, weil natürlich auch klar war, so eine Geschichte wie Milch, da stehen große Lobbys dahinter, da will man jetzt auch nicht irgendeinen Unsinn erzählen. Ja? Das muss schon alles stimmen, es muss schon alles passen und gleichzeitig, ja, es ist, wie es ist. Ja? Was für ein Produkt nehmen wir da, in welchen Mengen zu uns und wie wird es eigentlich hergestellt? Und was ist der Hintergrund für einen Preis von X für eine Heumilch aus biologischer Haltung versus einer Milch um 30 Cent? Was ist die Geschichte hinter diesem Produkt? Mhm. Nur vielleicht da nochmal kurz den Bogen zu spannen, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, wie wir unsere Workshops entwickeln. Wir arbeiten da nämlich fast immer sehr eng auch mit Expertinnen zusammen und holen uns da auch gerade halt das Wissen auch extern auch gerne heran und tauschen uns da gerne aus. Und auch im Nachhinein, wenn wir die Story schon gefühlt zu Ende entwickelt haben, pitchen wir die auch erstmal vor Eltern, vor SchülerInnen, um da auch erstmal auch und LehrerInnen, um da dann auch ein Gespür zu bekommen, wo stehen wir, passt die Methodik und justieren dann auch gerne nochmal so ein bisschen die Feinheiten nach. Also es ist immer ein großer Komplex, den man da öffnet und damit wir halt auch einfach den Standard bieten können und den Anspruch dann halt auch von den Lehrern und auch von uns selbst dann erfüllen zu können. Diese Schule muss eigentlich auch nie zu Ende sein, weil mit jeder Schulklasse, in die wir reingehen, wo uns ein Kind einen tollen Hinweis gibt, dann ist die Geschichte beim nächsten Mal schon um das reicher geworden. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das überhaupt ein spannender Prozess ist, auch zwischen euch und jetzt diesen zum Beispiel Experten, Expertinnen oder mit wem auch immer ihr da zusammenarbeitet, weil ich denke mir, das ist ja nie eine Einbahnstraße, nicht? Sondern das, wie ihr es angeht und die Fragen, die ihr stellt, sind ja vermutlich auch für die anderen irgendwie bereichernd, so im Verstehen des eigenen Contents quasi. Also da könnt ihr mir vorstellen, dass die auch durchaus davon profitieren. Das bringt mich auch zu einer nächsten Frage. Habt ihr vielleicht Tipps für andere Menschen, die jetzt in diesem ganz, ganz großen Bereich, ich sage mal Bildung für nachhaltige Entwicklung, oder SDGs im allerweitesten Sinne tätig sind oder das vermitteln möchten, sich damit beschäftigen möchten, die sind ja oft von der Größe und Komplexität von dem Thema irgendwie fast erschlagen. Ne? Und wenn man zum Beispiel auf die SDGs schaut, die sind ja eigentlich für die ganze Welt formuliert, im großen Blick drauf und ich finde aber fürs Individuum oder kleine Organisationen ist das ein bisschen so, oh, wo fange ich da überhaupt an, wo finde ich da meinen Platz? Und ich denke mir, ihr habt das ja jetzt, seid ihr durch diesen Prozess schon durchgegangen, habt ihr da vielleicht ein paar Tipps, die allgemeingültig sein könnten für verschiedenste Anwendungen? Ja, mein Tipp wäre diesbezüglich aus unserer Erfahrung, es ist immer gut, wenn du mit einem Thema beginnst, das dich fasziniert. Etwas, was du persönlich auch wissen möchtest. Weil, wie du gesagt hast, SDGs ist ein unendliches Thema und auch ein SDG ist noch sehr groß,
Da kannst du wirklich lange reinzoomen. Und das Wichtigste ist einerseits, was fasziniert mich und wie auch diese Vorstellung, wie steht es in Verbindung mit meinem Alltag oder dem Alltag der Personen, denen ich das gerne beibringen möchte. Das heißt, wirklich von dem in sich gehen zu dem, wie kann das am besten an die Personen rüberkommen, das wäre, genau, und vielleicht da noch ein kurzer Blick, wir sind seit diesem Semester mit Danach da auch halten an der Pädagogischen Hochschule Wien ein Seminar zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da, genau da ist das Thema, dass die Studierenden die Aufgabe bekommen, zu überlegen, welches Thema interessiert sie und wie würden sie das so spannend wie möglich in die Klasse bringen. Eine Frage in der letzten Einheit war auch zum Beispiel, sie sollen kurz via Mentimeter in die Gedankencloud draufschreiben, was ist ihre positive Erinnerung an ihre Volksschule und warum? Was ist eine Erinnerung? Und dann mit der Zusammenfassung, dass diese Erinnerung haben Sie als Lehrer, als Kinder damals gehabt und jetzt sind Sie werdende Lehrer und genau diese Erinnerung können Sie schaffen. Und Nachhaltigkeit bietet halt einfach auch wirklich den Raum, wie du gesagt hast, fächerübergreifend, aber auch faszinierend Dinge in der Klasse aufleben zu lassen. Julia, wolltest du was sagen? Hast du Luft geholt? Ja, genau. Ich finde nämlich auch diese eigene Faszination, das hat für mich auch was mit Authentizität zu tun. Also ich glaube, wir sind auch dann am authentischsten. Jetzt habe ich das erste Wort so gut hinbekommen, jetzt sei schon mal nicht. wenn wir einfach selbst diese Passion für die Sache haben und wenn wir selbst dafür brennen. Und der Aspekt, den wir bei Danach da auch einfach leben, ist die Freude dran und der Spaß und die Neugier und auch so ein bisschen das Kind auch in sich so mitzuwecken und damit zu füttern. Also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz oft sehr bedrückend sein kann, weil es auch einfach sehr groß ist und allgegenwärtig und auch mittel- und langfristig, glaube ich, da viel, viel vor uns steht und da trotzdem den Blick auch ein bisschen auf die Freude und auf die Chancen zu legen. Was ich vielleicht noch ergänzend sagen kann, ist, was wir auch gelernt haben, glaube ich, in dem Team ist, man kann nie alles, was man sagen möchte, in einem Workshop verpacken. Das heißt, man darf sich die Chance geben, wirklich Stück für Stück an die Sache ranzugehen. Also das sage ich jetzt wegen deiner Frage zu Tipps an andere Entitäten. Wir machen auch jetzt Step by Step, sowohl in der Entwicklung der Themen, die wir bringen, als auch, wenn wir in eine Schule gehen und wissen, vielleicht läuft der Workshop ganz anders, als wir es vorhatten. Wir haben eine Vorgabe, wissen, wir können ergänzen, wenn die Zeit da ist, aber was uns wichtig ist, ist, dass die Kinder mit etwas mitgehen und darum geht. Und wenn es wenig ist, ist das wenig und wir kommen wieder. Ich fasse das mal zusammen, was jetzt irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Also so der persönliche Bezug sollte da sein und wenn geht, auch mit Begeisterung, Leidenschaft, Interesse, Neugierde und so. Vielleicht auch der quasi lokale Bezug, ja, das heißt, dass es mit dem Umfeld etwas zu tun hat, in dem man sich befindet oder das man erreichen möchte. Und vielleicht auch, ich würde jetzt kurz das, was die Christine gesagt hat, vielleicht auch als Mut zur Lücke bezeichnen, also sich nicht selbst zu überfordern, mit dem ich muss jetzt alles bringen, alles sagen, alles unterbringen. Weil das geht eh nie, das merke ich auch in dem Podcast immer, wo man nachher dann denkt, oh Gott, das habe ich nicht gefragt oder so. Ich möchte noch einmal kurz in die Schule zurückkehren mit euch. Schule als Institution, ist es leicht, ist es schwierig, dass ihr mit euren Workshops in die Schulen hineinkommt? Wie geht es ihr das an? Fehlt da noch was? Braucht es da noch was? Was würdet ihr euch noch wünschen dazu? Ja, also vielleicht sage ich dazu was, weil es ja irgendwo bei mir damals, also wie es bei mir begonnen hat, es war einfach Mundpropaganda. Ich habe mit einer Schule begonnen und dann redet der Lehrer mit dem nächsten und dann bist du schon bei der nächsten Schule und dann, also es war wirklich wie ein,
wir haben nie Werbung gemacht, in dem Sinn, klassische Werbung. Irgendwann haben wir dann, wie wir den Verein gegründet haben, haben wir dann einen Folder gemacht und einen Facebook-Account gemacht. Aber wir haben jetzt nie sehr gezielt Werbung gemacht. Was wir gemacht haben, war, wir haben uns schon auch Gleichgesinnte gesucht. Also wir haben Teach for Austria kontaktiert, weil klar war, dass Lehrer, die Teil dieses Programms sind, auf jeden Fall sehr offen sind, um dieses Thema einfach hereinzubringen an die Schulen. Und etwas, das definitiv auch, glaube ich, ein großer Turbo war für uns und warum wir sehr viel Nachfrage hatten nach Workshops, war Fridays for Future. Also mit der Fridays for Future Bewegung ist das Thema Klimawandel definitiv in der Breite angekommen. Und da war natürlich das Thema total präsent. Wie vermitteln wir das, was das überhaupt bedeutet, damit nicht Klimaangst herrscht, sondern nein, es ist eine Situation, die wir verursacht bis zu einem gewissen Grad und wir können auch einen Gutteil daran tun, hier auch entgegenzuwirken. Das Schauen vor allem auf die Lösungen, ja, wo wollen wir eigentlich hin, wo kann es hingehen, was wollen wir erreichen, statt Schuldzuweisungen Finger zeigen und so, denke ich mir, ist im Zweifel immer der bessere und der konstruktivere Weg. Aber weil wir auch gerade bei Zielen sind, was wäre denn das Schönste, was ihr quasi erreichen könnt, das bestmögliche Ergebnis oder so, also wenn wir da ein bisschen träumen oder vielleicht auch das Schönste, was ihr schon an Rückmeldungen bekommen habt? Ich glaube, wenn ich träumen könnte, dann wünsche ich mir, dass es wirklich in den Lehrplan aufgenommen wird, Nachhaltigkeitsbildung, dass es wirklich Teil des Lehrplans wird und dass es verpflichtend ist für jede Schule, da drüber nachzudenken und mit den SchülerInnen zu reflektieren. Kurz- und mittelfristig ist es ein Ziel, in jedem Bezirk von Wien auch Workshops gehalten zu haben. Und was mir auch immer wieder ein großes Anliegen ist und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist, dass auch die finanzielle Schwelle oder Hemmschwelle halt einfach nicht da ist, dadurch, dass wir gefördert werden von der MA 22. Dadurch können wir wirklich an jeder Schule Workshops anbieten. Also es gibt, wir versuchen da halt auch gegen eine gewisse soziale Ungleichheit vorzugehen und Nachhaltigkeitsbildung und Umweltbewusstsein nicht nur für eine bestimmte Klasse oder Schicht möglich zu machen, sondern es wirklich jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglichen zu können, zu dem Thema zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dazu nur vielleicht kurz, heißt das, dass die Workshops für die Schulen kostenlos sind und von der MA 22 für euch finanziert werden, oder wie? Die Schulen werden gefördert. Also die Schulen haben die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen, beziehungsweise die Elternvereine können sich um diese Förderung bemühen und dann quasi buchen sie unter anderem uns daraus. Theoretisch wäre es durchaus auch möglich, dass andere sich da auch ein Angebot in diese Richtung entwickeln, denke ich. Also es gibt bei der MA 22 das Förderprogramm Öko-Business Wien für Wiener Unternehmen. Dazu gehören aber auch eben soziale Institutionen wie ein Elternverein oder ein Kindergarten oder eine private Schule, die diese Förderung beantragen können. Okay, sehr schön. Ich möchte nochmal zurückgehen zu der Frage nach dem höchsten Ziel oder den Träumen oder so, weil ich denke mir, da möchte ich natürlich gern die Stimmen von einigen von euch hören. Wer hat denn da noch einen Gedanken dazu? Also ich darf vielleicht etwas verraten. Wir sind gerade dabei, einen neuen Workshop, wobei das ist nicht so ein klassischer Workshop, den wir in 2 Stunden halten können, sondern eine Begleitung von Klassen über ein ganzes Jahr. Und zwar ist das Ziel, mit Ihnen zusammen ein Projekt zu entwickeln, wo Sie nachhaltig leben. Die Klasse oder die Schule. Ja? Also das ist das, was wir jetzt 2021 angehen. Und das gehört auch zu den Träumen,
Ja, dass wir das wirklich decken, also so stark verbreiten wie möglich in Wien. Und dass diese Schüler, wir haben auch einen Namen dafür, den ich vielleicht noch nicht verrate, oder doch, ja, das sind die Kolibris, also das ist unser Kolibri-Projekt. Und dass halt vielleicht das irgendwann einmal, weil der Kolibri, es gibt ja so eine schöne Geschichte, und zwar, es gibt einen Waldbrand im Regenwald und alle Tiere rennen zum Fluss, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und einzig ein kleiner Kolibri fliegt vom Fluss mit seinem vollen Schnabel voller Wasser zum Feuer und schüttet das Wasser über das Feuer und fliegt so hin und her und die großen Tiere schauen ihm zu und sagen, was machst du da eigentlich, Kolibri? Und dann sagt er, ich tue, was ich kann, ich tue mein Bestes. Ja, das ist die Geschichte, die wir dann bringen den Kindern und wir fragen sie dann auch, also wir haben schon ein paar Mal getestet, wir fragen auch, wie glaubt ihr, endet die Geschichte? Also das ist faszinierend, weil das war einheitlich, sagen die Kinder immer, ja, alle Tiere fangen dann an und dann schaffen sie es, das Feuer zu löschen. Und das ist einfach, dieser Kolibri ist für uns der Beweis, dass wenn viele Kleine mitmachen oder kleine Schritte, es ist nie zu wenig. Ja? Es ist einem, also wie der Gandhi mal gesagt hat, nein, das war der, ja, Gandhi gesagt hat, wenn du glaubst, dass ein Moskito klein ist, dann schlafe mal eine ganze Nacht mit dem im Zimmer. Ja? Und da, ist das Ziel, dass wir ganz viele Kolibris in Wien haben. Zu meiner Vision. Und zwar steckt die sehr stark in den Visionen, die jetzt schon erzählt worden sind. Und etwas, was mir aber auch wirklich, also im Team spürbar, allen im Team am Herzen liegt, ist die persönliche Weiterentwicklung. Während wir gleichzeitig sagen, wir wollen, dass die Kinder sich bestmöglich weiterentwickeln können und auch zu dem Thema, durch das Thema Nachhaltigkeit das auch lernen können, testen wir oder leben wir das wirklich auch im Team? Das heißt, wenn wir merken, oh, ich tue mir damit schwer oder so, oder wie kann ich mich da am besten weiterentwickeln, leben wir das auch wirklich? Und mein Wunsch an das ganze Team ist, dass wirklich jede und jeder, der auch dann noch zu uns dazukommt, sich auch durch oder mit der Unterstützung oder irgendwie im Raum von danach da vielleicht auch befähigt, sich so entwickeln kann, wie sie es gerne möchte. Und weil wir ja dann genauso die Kolibris sind wie die Jugendlichen, bei denen wir sind. Wofür braucht ihr denn Mut? Ich finde, wir brauchen Mut trotz, also das wurde vorhin schon kurz gesagt, dass wir positiv in die Zukunft schauen. Also wir werden überflutet von sehr viel Negativen, von Horrorszenarien, wenn man sich überlegt, was Klimawandel umfasst. Und dabei trotzdem daran festzuhalten, dass wir etwas bewegen können, dass wir etwas tun können, dass wir Kinder befähigen können. Ich würde sagen, dafür braucht man Mut und ich finde, das hängt auch ganz eng mit meiner Vision zusammen, nämlich Kinder wieder in Kontakt mit ihrer Umwelt zu bringen, dass sie sich mit sich selbst verbunden fühlen als Mensch, mit anderen Menschen in Gemeinschaft, aber eben auch mit der Natur, wieder Kreisläufe verstehen, wieder verstehen, woher kommen die Lebensmittel, die ich jeden Tag konsumiere. Und es gibt einen Autor, der auch ein Buch darüber entwickelt oder geschrieben hat, über ganz viele Arten, die vor dem Aussterben bedroht sind und die dort einzeln abbildet. Und für mich ist das immer so sinnstiftend, weil wenn ich von etwas nicht den Namen kenne, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen. Dann weiß ich auch gar nicht, dass es in der Natur vielleicht schützenswert ist. Das heißt, ich muss erstmal Wissen generieren, eine Verbindung herstellen und dann bin ich auch in der Lage, mein Verhalten anzupassen oder mich dafür einzusetzen. Ja, und das wäre ein wunderbares Ziel, wenn Kinder tatsächlich auch so die Welt um sich herum als etwas Wertvolles und Schützenswertes
erleben. Mhm. Wunderschön. Also es braucht Mut, sich in eine Schulklasse zu stellen. Ja? Mhm. Ich weiß, wie ich meinen allerersten Workshop gehalten habe. Ich habe damals noch in der Bank gearbeitet. Ich hatte mehr Angst als vor einer Vorstandssitzung, wo ich einen Kreditantrag präsentieren musste, weil da sitzen 25 Kinder und du bist dort vorne quasi und sollst ihnen was beibringen oder möchtest ihnen was vermitteln. Und ich fand das, oder ich finde es immer wieder, das ist immer wieder so ein Kick-Moment, in eine Klasse reinzugehen und zu spüren, wie sind die drauf, was läuft da gerade ab, was ist da für eine Energie, wird es mir gelingen, rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte, werden sie das überhaupt schätzen, ja, auch was die Christine vorhin gesagt hat, ja, also da hat mir dann auch sehr geholfen und Mut gemacht, dass es nicht, ich muss nicht ein Programm durchbringen, ja, dass ich habe sehr viel anderen Klassen gelernt, auch über mich selber eben zu sehen, ich muss mich jetzt, dieser Druck, den mache nur ich mir, den macht mir kein Kind in dieser Klasse, den macht nur ich mir in meinem Kopf, und wenn ich nicht glaube, irgendwas Besonderes darstellen zu müssen oder sein zu müssen, sondern einfach auch mit Demut reingehe, ja, und auf Augenhöhe mit allen Menschen, die da in diesem Raum sind, unabhängig von ihrem Alter, in eine Interaktion treten möchte, habe ich von Haus aus ganz ein anderes Miteinander und nicht diese, ja, es hat, ich weiß nicht, Schule war immer so distanziert, ja, und ich finde schon allein, sicher, und das braucht auch ein bisschen, das braucht auch Mut, ja. Geh runter und geh auf Augenhöhe und vertraue voll, ja. Gib dich dem hin, gib dich dem Prozess hin, egal was da jetzt passiert. Also, was da gruppendynamisch abgeht in solchen Schulen, also ist echt fordernd, echt anstrengend. Ich habe einen mega Respekt vor jedem Lehrer, aber es ist auch unfassbar bereichernd. Also, man geht da echt raus wie aus einer Coachingstunde. Und gleichzeitig gibt es aber auch so viel zurück. Ja, genau diese gleiche Situation gibt dir einen ganzen Schwall von tollen Emotionen zurück, wenn du dich dem auseinandersetzt. Was mich auch noch interessieren würde, was macht euch Mut? Das Team. Wenn man sich so vergleicht. In diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute zu Gast wart im Mood Talk und von da nach da erzählt habt, auch wie wir von da nach da kommen könnten. Und wünsche euch ganz viele wunderbar interessierte, begeisterte junge Menschen und Menschen allen Alters in euren Workshops. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. Danke, Ira. Herzlichen Dank.